Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier sehen wir den Zaxarty Slayer, geschrieben mit 1 und mit einer 3 drin im Namen, aus dem Clan Chess mit seinen FV-215B-183-10er Jagdpanzer der Briten. Das Teil gibt es ja nicht mehr, ich werde ihn wohl nie bekommen, ist hier auf Tundra im nördlichen Bereich gestartet, hat schon mal durchgeladen, 14 Mal die Hash drinne. Lilo-Zeit 23,64. Wir kommen gleich weiter dazu, weil es hier gleich den ersten Schuss gibt auf den IS-4. Guten Tag. 1827. Erstmal schön reingekloppt. Schön guten Tag. Der hat jetzt ein schönes, fettes Loch. Da können die Leute an der Seite rein und rauskrabbeln. Ja, 10er, 9er Battle. Wir haben hier 6 10er, 9 9er, darunter 3 Heavys, 6 mittlere Panzer, 2 TDs, 2 Lights, 2 Artis. Ist hier im Zug mit Bloody Scarlet aus dem Clan AG24 im TVP T5051. Ja, wie gesagt, 14 mal Hash dabei, 1750 Damage, 230 Durchschlag, 6 mal die Sprenggranate dabei, 1150 Damage, 310 Durchschlag. Eine Gunmark hat er drauf. Die andere Munition spart er sich. Dann hat er hier großes Red Kit, großes Big Kit und Tee mit Pudding als Ration für die Briten. Schauen wir mal, wer die nächste Kelle bekommt. Bevor wir auf die Missionen schauen, die er laufen hat, wenn er eine hat. Und abwarten. Jawohl. Boah, Blattschuss. 1542 T62A aus dem Lehm gekloppt. Ach du meine Güte. Ja, dann können wir mal gucken hier nach der Mission. Dark Panzer 12 Großwildjagd, ja, in Richtung HTC. Tja, T28 HTC. Ja, Großwildjagd. Das ist so eine Elefantenknarre. Würde ich mal sagen, ne? Die verschießt VW-Bus. Die Granaten sind so groß wie ein VW-Bus. Nein. So, Super Conqueror. Schön. Ja, 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 ja. Wow, super. 1735. Was für ein Hit. Geil. Ich könnte diesen feiern. Wunderbar. Ja, ja gut, jetzt ist er aufgegangen. T55A schießt vom Hill runter. 6 zu 4 steht es. 5104 Damage. Oh, schauen wir mal, ob die Arti hier gleich reinhält. Oh. Erwischt. T55A einfach rausgekloppt. Der blind hingeschossen. Super. Zweiter Kill. Wer klopft da an? Wer klingelt? Da haben X30. So, verlegt er sich jetzt. Sucht sein nächstes Opfer, der Jagdtiger. Der bekommt jetzt einen zweiten Ausgang. Schon mal schön durchladen. Und rauf. Ja, ja. Das ist das Letzte, was du sagst. Ich sag's doch. Tschüss. Dritter Kill, Jagdtiger einfach aus dem Spiegel kloppt. Ich könnte Party machen. Tja, der Jagdtiger haut nochmal mit 565 rein. Und das war das Letzte, was er gesagt hat. 10 zu 4, 10 zu 5. Durchgeladen. Oh, der CS4, das lohnt sich gar nicht für diese teure Hash-Granate. Ist viel zu schade drum. Ja. Okay, jetzt hat der 485 gedrückt gekriegt. Muss das wirklich sein? 282, noch eine. Aber jetzt verschießt er auch noch. Ja, schade. Er wollte eigentlich gar nicht den ES4 jetzt wohl beschießen, weil sich das mit dieser teuren Granate gar nicht lohnt. So, ja, und die Runde ist zu Ende. Aber kurz und geil. Und wir sehen uns in den Stats.
So, da kommen wir schon zur Auswertung bei dem kurzen Gefecht. Ich sag's doch immer wieder, das Teil ist einfach geil, ne? Wenn du hast wahrscheinlich viele blöde Runden mit dem, wo du keinen Schaden machst und musst diese teuren Granaten für ein paar Hitpoints da wegblasen. Ja. Und dann kommen wieder so eine Dinger. Kurz, knapp, knackig, ein Ass kommt raus und dann hast du da paar Schuss nur, aber Blattschuss. Wahnsinn. Richtig geil. Ja, dann haben wir hier das Panzerass und dann haben wir Schläger, Duelland, Wirkungsfeuer. 106.680 Credits XP, kommen wir später. 7 von den anderen, von den Bones, Großkaliber, aber was für eins, ne? VW-Bus-Granaten. Dann hier 8.223 Damage, 3 Kills, 1.118 Bass XP. Und dann gucken wir hier nochmal seinen Zugpartner, der hatte 2.889 Damage, 1 Kill, 811 Base XP. Dann gehen wir in den dritten Report rein. 6-mal geschossen, 5-mal getroffen. Ja, 6-mal geschossen, 5-mal getroffen. Wahnsinn. Ja, 1.827 Damage über 300 Meter. Dann 390 geblockt. Ja, gefahren ist er nicht viel, 1 Kilometer. Dafür gab es 50.800 Credits. Dann, Bonus dazu, 22.860, macht eben 106.680, abzüglich Repair, Munition und Ration, bleibt ein Plus von 18.527 Credits. Und das ist selten, normalerweise machst du Minus mit dem Ding. Ja, und jetzt kommt's, Spielzeit, 5 Minuten, 5 Minuten, Wahnsinn, geil, ja. Und dann die Basen-XP plus Bonus, hier Missionsbonus dazu, 6.708. Dann Bonus für Premium-Fahrzeug, 84 XP ist ja ein Premium-Fahrzeug geworden. Und dann Platoon-Bonus, 252, macht eben 8.721 XP und 83 freie Erfahrung. Ja, geiler Panzer, geile Runde, bitte mehr davon. Sauber. Ich hoffe, es hat euch gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.